Yam, Yam, Yam und... Oh, hey, Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Und dann bist du auch ein Teil der Syntax Army. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Ich muss jetzt in die Schule gehen, Freunde. Und deswegen würde ich sagen, packe ich erstmal meine ganzen Sachen ein. Meine Schultasche, meine Bücher. Hallo? Wer ist denn da? Hallo und hey, Vitamine. Hey, Sandy. Komm, bist du bereit? Du weißt doch, was heute ansteht. Ja, genau, die Schule. Ich habe schon alles fertig eingepackt. Los geht's. Super. Oh, Mann, oh, Sandy. Ich habe die ganze Nacht gelernt. Ey, das glaube ich, wird heute echt ein bisschen schwer. Oh, Mann, oh, Mann. Wie? Für was hast du denn gelernt, Vitamine? Ach, Sandy, du weißt doch ganz genau, was wir heute in Deutsch aufhaben. Oh, Mann, oh, Mann. Ich traue mich jetzt schon gar nicht mehr auf die Aufgaben, Mann. Das könnte echt ein bisschen schwer werden heute. Na, wie, Vitamine, was für Aufgaben? Mach mich nicht so neugierig. Was ist denn los? Ach, Sandy, du weißt doch ganz genau, dass ich letzte Woche gesagt habe, wir machen heute was. Ich kann mich aber nicht mehr dran erinnern, Vitamine. Was hat die denn gesagt? Du weißt ganz genau, du solltest 10 Fragen auswendig lernen. Du weißt doch, heute ist der Test, der Crafting-Test. Was? Der Crafting-Test, das ist heute schon? Und ich hab gelernt. Nein, ich hab gar nicht gelernt, Vitamine. Was? Bist du verrückt geworden? Oh, ich wusste das nicht. Ich hab das voll vergessen, dass wir heute einen Test schreiben. Oh Mann, okay, warte mal. Bleib mal stehen. Wir gehen nochmal kurz ein paar Fragen durch. Okay, okay, weißt ganz du, schnell. Weißt du, wie ein Diamantschwert gecraftet wird? Ja, mit Holz. Okay, weißt du, nein, nein, und Diamanten natürlich. Oh, und Vitamine, wir sind zu spät. Wir müssen dahin jetzt. Weißt du, wie eine Tür gecraftet wird? Eine Tür, ich glaube auch mit Holz oder so. 7 ja. Stück oder so? Nee, 6 Centi. Oh, Mann. Ich versuche dir irgendwie in der Stunde zu helfen, aber ich glaube, für dich ist es langsam echt zu spät. Du hättest lernen sollen. Oh nein, Freunde, was ist denn passiert? Ich habe einfach vergessen, für den Test zu lernen, den wir heute schreiben. Und ich dachte, wir schreiben nächste Woche Vitamine. Und oh, oh, leise sein. Wir schreiben einen Test. Und ich schreibe schon den Test, Vitamine. Was soll ich machen? Ich will keine 6 schreiben. Sandy, ich weiß jetzt auch nicht, was wir machen sollen. Ich würde eigentlich sagen, lass uns reinsetzen und versuch das zu beantworten, was du weißt. Ja, okay, das ist eine gute Idee. Okay, jetzt ganz, ganz schnell aber jetzt rein. Hallo, Frau Lehrerin. Ja, wir hallo, sind Frau Lehrerin. Bisschen zu spät. Oh, Gott, oh Gott. So, der Test ist hier drin. Alle haben mich schon rausgenommen, Vitamine. Nur wir zwei nicht. Und dürfen wir nebeneinander... Oh, wir sollen uns nicht nebeneinander setzen. Jeder sitzt getrennt. Dann setz dich darüber, Sandy. Okay, okay, okay. Oh, Freunde, ich hoffe, das wird jetzt alles gut gehen. Jeder schreibt schon den Test und wir dürfen jetzt auch nicht so laut sein. Okay, Freunde, wir schauen mal rein. Das ist der Minecraft-Crafting-Test. Ihr müsst mir helfen. Was craftet man mit 3 Sticks und 2 Fehlen? Was ist denn jetzt los? Ich weiß es nicht. Ah! Aha, ein Apfel. Ja, das ist eine gute Idee. Danke, Vitamine. Oh, so, okay. Ah, okay, zweite Frage. Wie craftet man eine Leine? Meine Leine, wie ging das denn mal, Freunde? Ich glaube, mit Stöcken, oder? Ja, oh, ja, ja, ja. Gott. Mit Stöcken. Mann, ey. Was machst du da drüben? Und dir. Und ein Diamanten, glaube ich. Und Dias. Oh, yeah. Ich glaube, das ist richtig, Freunde. Oh, nein. Dritte Frage. Wie viele Erze kann ein Kohlestück brennen? Oh Gott, was ist das denn für eine Frage? Ich habe das alles nicht gelernt, Freunde. Ich schätze mal so 400. Ja, das ist eine gute Antwort, Freunde. Hey, hey, was ist denn, nein, ich habe nicht mit Vitamine geredet, Frau Lehrerin. Sandy, was machst du da bitte? Oh, ich habe doch keine Ahnung. Ich weiß die Antwort nicht. Egal. Oh nein, in einer Minute ist Abgabe. Ja, schnell, 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 Freunde. Vierte Frage. Wie craftet man einen Sattel? Wie craftet man einen Sattel? Okay. Mit einem Crafting Table. Oh yeah, das ist eine gute Antwort, Freunde. Hey, was lasst du, Vitamine? Fünfte Frage. Wie viele Diamanten braucht man für einen Zaubertisch? Oh, das wusste ich mal, Freunde. Das wusste ich mal. Ihr müsst mir unbedingt helfen, Freunde. Schreibt genau jetzt unten in die Kommentare, wie viele Diamanten braucht man für einen Zaubertisch? Oh, ich glaube, das waren auch 3, oder? Oder 2? Nee, ich glaube, das waren 3, Freunde. Und ich schreibe einfach 3. Sehr, sehr gut. Und jetzt kommt die allerletzte Frage. Und wir sollen abgeben? Ja, okay, ich beeile mich. Wie viel Eisen braucht man für den Amboss? Okay, man braucht Eisenblöcke auf jeden Fall. 2
Eisenblöcke und wie viel Eisen brauchen wir? Und 5 Eisen. Oh yeah. Und zack, ich bin fertig, Frau Lehrerin. Ich brauch noch kurz. Okay, warte nochmal, alles durchgehen. Ja, erste Frage. Oh nein, Freunde, irgendwie weiß ich nicht. Apfel 400. Das sind irgendwie ein bisschen komische Antworten. Super, ich bin fertig. Ja. Ich leg mein Buch wieder vorne hin. Dankeschön. Oh yeah, ob ich ein gutes Gefühl habe? Ja, ich habe ein super klasse Gefühl. Ich habe auch richtig viel gelernt für diesen Test, muss ich sagen. Naja, tschüssi, Frau Lehrerin, wir dürfen in die Pause gehen, die fertig sind. Okay, komm mit Vitamine. Okay. Hey, Sandy, bist du verrückt geworden? Was hast du denn für Antworten aufgeschrieben? Oh, ich weiß es nicht, ich habe doch nicht gelernt, Vitamine. Oh nein, und oh, komm, wir setzen uns mal nach oben hin, hier. Was hast du denn für Antworten geschrieben, Vitamine? Warte, oh Mann, oh Mann, ich komme jetzt erst hoch. So, wo bist du? Oh, da bist du ja. Hey, du hast alles falsch geschrieben, glaube ich. Wie, ich habe alles falsch geschrieben? Du hast am Anfang gesagt, irgendwas mit A oder so. Ich habe da einfach Apfel hingeschrieben. Ist das richtig? Eine Angel. Mit Fäden kann man doch keinen Apfel machen. Nein, oh nein. Das kann nicht sein. Und wie viele Diamanten braucht man für einen Zaubertisch? 2. 2? Ich habe 3 geschrieben. Das kann nicht sein. Und Sattel kann man nicht craften. Den kann man nur finden, Sandy. Oh nein, und ich habe geschrieben, oh, ich weiß gar nicht, was ich geschrieben habe. Oh, Freund, ich habe ein richtig schlechtes Gefühl. Aber wie viele Erze kann man mit Kohle brennen? Ich habe 400 geschrieben. Nee, Sandy, es sind nur 4. Oh, oh nein, Freunde, das ist ja gar nicht gut. Und ich glaube, wir bekommen die Tests auch heute zurück. Und ich glaube, ich habe einfach alle Antworten falsch. Das kann nicht sein. Und Freunde, schreibt mal jetzt gerne unten in die Kommentare. Was denkst du, welche Note werde ich gleich im Test bekommen? Ich hoffe natürlich eine gute, auch wenn ich jetzt nicht so ein gutes Gefühl habe. Und wenn du willst, dass ich eine gute Note bekomme, dann lass dem Video jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr, sehr freuen. Oh Gott, Sandy, du musst echt mal nachfragen, ob du den nochmal nachschreiben darfst oder sowas. Oh, ich hoffe. Moment mal, was ist denn hier? Guck mal, ein Flugzeug. Ja, wir haben bald die Flugzeugstunde. Bald haben wir Flugzeugunterricht. Yippie, yeah, dann wären wir 2 echte Piloten. Aber ich glaube, wenn ich eine schlechte Note schreibe, dann darf ich da gar nicht mitmachen. Doch, Sandy, komm, das schaffen wir schon. Irgendwie müssen wir das ja schaffen, Sandy, komm. Oh yeah, oh Gott, Vitamine. Drück mir die Daumen. Ich hoffe, ich habe irgendeine gute Note. Und oh, guck mal, jeder hat die Tür schon zurückbekommen. Moment mal, dürfen wir auch mal reingucken? Ich will nämlich wissen, was ich habe für eine Note. Ja, ich will auch wissen, was ich für eine Note habe. Jetzt bin ich mal gespannt. Und hey, Tommy, wow. Was hast du? Eine 2? Wow. Eine 1. Yippie. Was? Du hast eine 1, Vitamin. Und was hast du? Eine 2. Was hast du? Eine 1 minus. Und hey, was hast du, Sarah? Eine 2 plus mit Sternchen. Wow, der Test ist ja richtig gut ausgefallen, Vitamin. Yippie, oh, yeah. Und was hast du? Jetzt wirst du auch eine 1 haben. Yeah, okay, sehr, sehr gut. Was steht hier? Alle Antworten sind leider falsch. Centex, du kannst das doch eigentlich. Tut mir leid, aber für diese Leistung bekommst du eine 6. Nein! Oh Gott, warte mal. Centex, bleib stehen. Ich habe eine 6 bekommen, Vitamine. Mann, Centex, das ist doch nicht so schlimm. Komm, der nächste Test, dafür lernen wir dann zusammen und... Das schaffen wir schon, Sandy. Oh nein, aber alle Antworten waren einfach falsch. Das kann doch nicht sein. Oh Mann, Sandy. Aber ich hab's dir doch gesagt, du hättest lernen müssen. Ich habe das aber komplett vergessen und jetzt habe ich einfach eine 6 bekommen, Freunde, im Test. Und der Test war super wichtig und, oh nein, was soll ich jetzt machen, Vitamin? Ich werde so Ärger bekommen. Sandy, ich weiß auch nicht, wie... Ich weiß nicht. Am besten gehen wir da heute nicht mal rein, okay? Nee, auf keinen Fall, Vitamin. Ich glaube, ich sage, ich gehe lieber nach Hause. Warte mal. Hallo, Frau Lehrerin. Ja, ich weiß, um ehrlich zu sein, ich habe gar nicht gelernt für den Test. Aber hey, nicht weil ich faul war, sondern weil ich vergessen habe, dass wir heute den Test schreiben. Und ja, nächstes Mal mache ich es auf jeden Fall besser. Okay, danke schön. Bis morgen, Frau Lehrerin. Oh Gott, Vitamine. Ja, sind die halb so wild. Jeder hat mal eine schlechte Note geschrieben. Und ich meine, du bist ja nicht so faul. Du hast es einfach nur vergessen. Oh yeah, das stimmt. Aber ich glaube, nächste Woche schreiben wir den Minecraft Crafting Test 2. Und ich würde sagen, komm, wir fangen direkt jetzt an zu lernen. Oder wir lenken dich erstmal ab und spielen eine Runde Fußball.
Oh je, okay, Fußball geht vor. Also Freunde, ihr wisst es, wenn ihr gute Noten schreiben wollt, müsst ihr immer schön für die Tests lernen, weil sonst bekommt ihr schlechte Noten und das wäre ganz und gar nicht gut, so wie ich. Das macht man auf jeden Fall nicht. Vitamin und ich spielen auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen Fußball, aber danach würde ich sagen, fangen wir direkt an zu lernen. Auf jeden Fall, Shinty. Oh yeah. Und dann würde ich sagen, Freunde, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Santex Army. Schaut unbedingt bei meinem besten Freund Vitamine vorbei. Das wäre auch sehr, sehr cool. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss.